Moin Leute! Heute geht das. Ah, doch nicht. Ah, jetzt aber. Ja, wir haben heute Sonntag. Ich bin mal wieder unterwegs. Mal wieder unterwegs. Bin auf dem Weg zu Dorsch Motorsport bzw. Dorsch Racing. Tag in der Werkstatt verbringen, auch am Sonntag, wird nicht geruht. Nein, ganz im Gegenteil. Es wird auch ein bisschen was getan. Aber erstmal muss ich diesen dicken Hubel hier tanken. Weil sonst kommen wir da nicht mehr so ganz hin. Das wäre ein bisschen scheiße, ne? Also, bin ich erstmal auf dem Weg zur Tanke, tanken und dann geht das weiter. An der Tanke ran. So, da ist er wieder. So, jetzt haben wir getankt. Und jetzt. Ach, da ist er. Und nun geht das weiter. Da ja die Autocross-Saison jetzt vorbei ist, müssen wir uns halt irgendwie anders beschäftigen. Da wird halt an den Privatautos geschraubt. Und der Lütte hier hat so ein paar Wehwehchen. Und da wollen wir mal ein bisschen beigehen. Ganz schön kalt, ey. So ist das, ne? So ist das. Wollt ihr mal so einen richtigen 16 voll Blasen hören? Der Weg ist so lang. Der ist einfach zu lang. Das zieht sich so. Moin Kuno. Auch auf einem Sonntag kann man gute Laune haben. Nicht. Hälfte des Weges habe ich schon geschafft. Mando, Mando, Mando. Kein Wunder, dass das hier kalt ist und das Fenster auf ist. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ah ja, jetzt weiß ich. Ja, demnächst geht das auch wieder beim Audi bei. Wieder vorbereitet für die neue Saison, ne? Damit wir auch wieder ordentlich Gas geben können auf dem Acker. Und ja, dann müssen wir noch einen Eigenbau fertig machen und noch ein paar Autos lackieren. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Was war denn noch so letzte Woche los? Oh ja, letzte Woche waren Jona und ich waren letzten Donnerstag in Hamburg auf der Demo. Also muss ich ehrlich sagen, hammergeiles Erlebnis gewesen. Richtige feine Demo. Und keine Ausschreitungen oder sonst irgendwas. Das war einfach sehr friedlich und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Man hat sich mit vielen Leuten unterhalten und ja, alles sehr gemütlich abgelaufen. Nur der Tag war ziemlich lang und ziemlich anstrengend. Hier sind ja die Tore auf.
Junge, der ist ja schon richtig gegangen hier, der Junge. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da, wo mein Kicken. Ah. Hallo. Also, ich bin immer da, ne? Hallo. Da. Na? Wie geht es Ihnen? Noch geht's. Wieso noch? Oh nee. Ja. Wo warst du schon wieder? Gar nicht so weit weg. Wen suchst du? Mein Utpuff. Ja, du bist ja weg. Fall da nicht runter mit deinem jugendlichen Leichtsinn. Mach hin! Mach hin! Du weißt echt doch nicht! Alles auf ihn los! Du hast Bock, oder? Ja. Ja, ist so. Das ist so. Ja. Junge, was eine Werkstatt hier. Hä? Chirurgo. 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 Da verstehe ich ja nicht, dass die ganzen Chirurgo 3-Fahrer, da heißt das nicht mehr Rocco, da heißt das Eirock. Da gibt doch keinen schwuleren Namen, oder was? Eirock. Das noch. Leistung. Ja. 90 PS Vergaser. Ja. Oh, immer. Alle viel zu gut. Mach doch meine Hinterachse auf. Ah, die fahre ich schon um. Ja! Viel zu laut, der Hobel. Was zu laut? Gibt das nicht. Der kriegst du ja den Wind hoch, vergisst du. Oh Mann, ja. Hör auf. Guck mal, jetzt habe ich den aufgeschnitten, das war einer zum Öffnen. Nochmal nach vorher sagen können, dass ich so eigentlich nochmal. Oh, das ist ein Bombenfett. Töpfig. Wollen wir ihm hören oder was? Ja, nochmal Kostprobe. Mal ihm hören. Nur mal hören! Klingt nicht angenehm. Ja. Ist halt kein Rohr mehr, ne? Okay. Ja. Ja. Ja, denn der Performance von Dorsch. Ich gratuliere zum erfolgreichen Auspuffanbau. So muss er. Sehr schön, finde ich super. Komm gerne wieder. Das habe ich befürchtet. Ja, das muss so. Das muss so. Da ging ja fix. Jetzt gibt das erstmal eine Stärkung. Ja, oder ne? Prost! Prost! Ah, das ist gut. Das ist gut, guten Zeug. So, Herr Dorsch, ich mache jetzt einen Abflug. Hau Wir rein, sehen uns. Bitte. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Hau rein, Alex. Fahr nicht so schnell. Mit so einer 2 Liter Mofe. 2 Liter 6, 8 Pfau. 8 Pfau. So, Jungs und Mädels. Geht ab für so einen Mofa. Tschüss. So. Nun wollen wir mal in Richtung Hause. Schön leise. Jetzt kann man wieder vernünftig fahren. Ja, so, ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Ja, kleinen Besuch bei Dorsch Performance. Abgeliefert, wollte ich gerade sagen. Kleinen Besuch
abgestattet. Da haben wir nochmal eben das kleine Wehwehchen an meinem Straßenauto beseitigt. Jetzt ist alles wieder schön, alles ruhig, man kann wieder normal fahren. Und ja, oh, wir haben es auch schon halb drei jetzt? Okay. Kennt ihr das? Ihr wollt nach Hause fahren und seid auch auf dem Weg in Richtung nach Hause und dies, das und auf einmal kriegt ihr richtig Hunger. Ihr kriegt richtig Hunger, Magen ist am Knurren und alles. Hallo, ich hätte gern einen Rinderburger und so ein Getränk. Das würde ich auch noch nehmen. Junge, am ersten Fenster wohnt wieder einer. Haha. Kommt auch nicht so oft vor. Und tschüss. Und los geht's. Pudding. So, gespeist ist nun. Jetzt wollen wir mal nach Hause kutschen. Ja, liebe Leute, das soll es auch schon gewesen sein mit dem heutigen Vlog. Heute ein bisschen was getan, wie ihr gesehen habt. Und ja, der nächste Vlog wird wohl auch demnächst folgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonnieren nicht vergessen und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, was bei uns abgeht. Ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao.